Arsch in die Fresse, ne? Mitten rein ins Ding. Ja, das lief ja gut. Ach komm, hau doch ab, du Scheißbankenscheiß. So, den hatten wir ja, glaube ich, gerade. Was ist das hier? Da oben. Und hier dann auch noch den Überblick behalten, was man schon hatte, was man noch nicht hatte. Und dann auch noch mit der Zeit so. Die Steuerung ist so präzise einfach. Ich glaube, ich habe einen vergessen. Oh, und dann fliegen hier Leute rum. Also hier fliegen keine Leute rum, sondern... Ne, ich habe einen vergessen, glaube ich. Ach, hier überall, Mensch. Was soll das? Ach komm, scheiß drauf. So. Ach guck mal, dort war ja auch noch eins, genau. Das hatten wir, glaube ich, gemacht, ne? So, wo ist das? Hier. Ach cool. Das war ja einfach. Das waren sogar 2000 Scraps gerade. So, einen müssen wir noch machen. Hatten wir den hier jetzt schon? Ah, nee, ich glaube nicht. Das ist natürlich sehr hilfreich, dass das dann immer blinkert hier. Wo ist mein Schatz? Da ist mein Schatz. Mein Schatz. Das waren nur 500 Scraps. Was seid denn ihr für Geizhälse? So, jetzt muss ich mal schnell zum Bischof werden. Und dann sind wir hier auch schon bald wieder fertig und können die nächste irre Superwette in Angriff nehmen. Geil. Rusch geil. Hä? Rusch in die Fresse, ne? Mitten rein ins Ding. Guten Tag. Okay, ich muss es gedrückt halten, sonst wird's doof. So, möglichst ohne Zeugen. Ich meine, wir müssen 10 zerstören, also... Pff, die paar Ersatzleben, scheiß drauf. So viel Kohle. Jetzt ist hier nicht mal jemand. Nirgendwo ist hier einer. Nicht mal keiner am Arbeiten, nix. Zerstör deine Mutter. Okay, Beamte sollte man nicht angreifen. Komm schon, ich bin ein starker Typ. Die Bischöfe zerstören immer alle. Tja, das ist gar nicht mal so einfach, ne? Ich meine, gut, wir kriegen einen Haufen Kohle. Was ganz cool ist. Okay, mit Bischöfen sollte ich mich, glaube ich, nicht anlegen. Da habe ich keine Chance. Mist, das wird teuer. Das sind jetzt schon 666 Scraps, die wir verloren haben. Ich meine, scheiß drauf, ne? Okay, mit Bischöfen nicht anlegen. Aber mit Krankenpflegern. Schwuppdiwupp. Will ich nicht. So. Dankeschön. Ach, du bist ein Arsch. Ich hätte den sehr... Hä? Wie bescheuert ihr seid. Uiuiui. So, wie viele haben wir denn eigentlich schon? 5. Brauchen noch 5. 5. Guck mal, so ein Krankenpfleger, der kann doch nichts. Wie genau das einfach ist, was der hier macht. Oh, ich habe ihn aber zerstört. Ah, cool. Stellt die Verfolgung ein. Oh, was war das? Polizeichef von viskosen Wesen getötet. Heute Morgen musste Chimera ein... Das kennen wir ja aber schon. Gibt es noch mehr Nachrichten? Nein.
Okay, in der Zeit, wo die sich umwandeln, sind die kaum zu zerstören. Die haltet auch nicht aus, ne? Okay, da komme ich nicht ran. Nee, ich bin unschuldig. Ich bin aber unschuldig. Okay, hier sollte ich nicht lang gehen. Du kleine Scheiße, stirbst jetzt noch. Mist. Noch 43 verbleibende Ersatzleben. Schade eigentlich. Wie viele brauche ich noch? 2. Hätte ich mich mal doch lieber irgendwie in die Bank ins Rathaus begeben, da hätte ich Heftmaschinen töten können. Also nicht töten, zerstören. Die werden ja sofort hier rekonstruiert. Ja. Aus der unendlichen Fülle der großen Gartenbank. So. Und einen noch. Nehmen wir mal einen. Ich blockiere hier gar nichts, du Arschloch. Ach so? Das ist ja cool. Fahr zur Hölle. Na klar. Momentchen. Explosionsupgrade für den Devastator. Aha. Nö. Süße. Nix damit, ich gehöre dir. Erzähl keinen Scheiß. Ich habe 130.000 Scraps, was willst du eigentlich von mir? So. Dann nehmen wir das mal in Angriff, ne? Bei diesen Türöffnungsgeräuschen habe ich immer das Gefühl, dass die die Bitrate von den Soundsamples einfach falsch gesetzt war. Das klingt so... So, weiß ich nicht. Komisch. Halt, komisch. So, Raumschiff verwenden. Vielen Dank. Wir fahren schnell zum Irrenspüler. Der wird doch nicht alt. Doch. Das ist mal wieder falsch hier. Ich muss nämlich hier rum. Sonst komme ich nicht durch. So, dann müssen wir hier rum. Weißt du, wie es läuft, Timmy? Hätte ich jetzt gedacht von dir, Timmy. Entschuldige, Timmy. Ist okay, Timmy. Ich rede gern mit mir selbst. So. Park and rest. Und goodbye. Und zwischendrin, weil es gerade schon wieder so verdächtig geruckelt hat, Spiel überschreiben. Wie lange spiele ich das schon? 14,25 Stunden. Ich meine, gut. Ungefähr 2 Stunden davon war ich nur am Pläne suchen, ungefähr. Aber trotzdem, ist ja schon eine Menge, ne? Nun gut. Guten Tag. Hallo. Schön, dich zu sehen, Digitus. Worum geht's in dieser Irren-Superwette? Diese Superwette findet in der verbotenen Zone der Menschen statt. Es ist ein Rennen. Um zu gewinnen, musst du mehrere Bojen holen. Vergiss nicht, dass nur derjenige, der den Stab hat, Bojen einsammeln kann. Der Preis ist ein Upgrade für den Devastator. Nein. Nicht schon wieder. Oh, fuck me. Nein, nicht das schon wieder. Oh, ich hasse es. Ich hasse es. Okay, ich habe kein Raumschiff, was sich dafür eignet. Denn das Einzige, das sich eignet, hat keine Waffen. Das heißt, ich muss leider erst nochmal zur Werkstatt schnell. Da können wir auch mal gucken, was wir so an Upgrades schon freigespielt haben. Und wie viele da wohl noch kommen. Ich denke mal, so viele sind es gar nicht mehr. Wenn wir jetzt die Hälfte haben vielleicht? Weiß ich nicht. Müssen wir mal sehen. So, zwischendrin immer mal wieder gucken, dass wir hier vielleicht ein bisschen Geld kriegen. Auf die Art und Weise zum Beispiel. So. Ein bisschen im Vorbeifliegen noch. Wenn wir zur Werkstatt fliegen, habe ich rausgefunden, sind wir übrigens instant nicht mehr gesucht. Ist das nicht geil? Oh, ich muss andersrum. Entschuldigung.
unten lang. Schwuppdiwupp. Hast du mich gehört? Du wirst sterben. Ja. Werden wir das nicht alle irgendwann? Erzähl mal was Neues, Mensch. Der Feind ist vom Radar verschwunden. Kehrt zu euren Stellungen zurück. Die sind einfach so schlecht. Die können gar nichts. So ungefähr. Circa. So, ins Industrieviertel fahren machen wir gleich. Vorher gucken wir erstmal, was es hier Schönes gibt. Kampfschiffe bauen. Ja. 130.000 Scraps. Wir sind einfach so fantastisch. Fantastico. So, dann nehmen wir das einfach mal. Hat keine Waffen drin. Braucht aber welche. Oh, wir haben hier noch eine Waffe gar nicht freigespielt, ne? Das ist sogar die von den Schwarmraketen, die zweite. Also Devastator und ATPC gehören zusammen. Nee. Tesla-Waffe. Für die haben wir auch noch gar keine Upgrades, ne? Für den ATPC Schadensradius erhöhen. Das Upgrade kostet übrigens nichts und nimmt auch kein Gewicht weg. So, und hier haben wir die Schussfrequenz erhöhen und die Genauigkeit des Zielsystems erhöhen. Und hier haben wir die Explosionsstreuung verringern. Das ist ja, glaube ich, das, was wir gerade benutzen. Oder ist das das, was wir benutzen? Genauigkeit? Oh, ich weiß es nicht. Irgendwas davon. Also hier fehlt noch eins. Hier fehlen noch zwei, macht drei. Hier fehlt noch eins, macht vier. Hier haben wir beide. Raketengeschwindigkeit, Raketensteuerungssystem. Okay, also vier. Sechs. Würde ich jetzt mal denken, weil ich glaube, für die Waffe hier hinten haben wir noch nichts. Wäre ja auch sinnlos. Okay, das heißt, wir haben jetzt vor dieser Irren-Superwette genau die Hälfte der Irren-Superwetten abgeschlossen, würde ich jetzt mal schätzen. Weil ich glaube nicht, dass man da noch was anderes kriegen kann, außer den Upgrades für die Waffen hier. Und wenn doch, dann wäre es mir neu, beziehungsweise mir sind viele Dinge neu. Ich würde jetzt erstmal nehmen, entweder die Vulcan-Waffe oder die Devastator-Waffe. Ich würde vermutlich sogar den Devastator nehmen und da die Explosionssteuerung verhindern. Und ja, explosive Patronen, denke ich, das können wir so machen. Panzerung bin ich mir jetzt nicht sicher, ob wir da noch was drauflegen sollten. Ich denke nicht, dass das notwendig ist, weil wir werden sowieso abgeballert. Und ob wir nur in einer Sekunde tot sind oder in zwei, ist, glaube ich, nicht so relevant. Das heißt, wir könnten ein bisschen was, müssen allerdings auf die Kurve ein bisschen gucken, wenn wir jetzt auf 80 gehen. Was wäre denn? Okay, das wäre schon krass. Aber 200 Panzerung bringt auch einfach nichts. Ich würde einfach mal so auf 100 gehen ungefähr. Beziehungsweise 95. Das sollte reichen. Gut. Und wir können es ja im Zweifelsfall dann wieder ausbauen. Also wir hätten uns nochmal dasselbe Raumschiff kaufen können. Ich hätte mal eine Frage, wie teuer wäre das, wenn wir das jetzt recyceln würden? 5.800, also ganz ehrlich. Und das hier? 9.600. Also der Preis sagt nicht unbedingt, wie gut das ist. Das Ding hier würde ich mal verkaufen. Das hatte ich ja anfangs verwendet, um dieses und jenes zu machen. 10.800, das hatten wir ja. Das ist, glaube ich, das teuerste momentan. Hier haben wir 6.550. Wobei ich auch nicht weiß, wofür wir das haben. Ich lasse es mal noch. Es ist praktisch wie Immobilien hier. Wir nehmen den Kollegen. Jawohl. 540 km/h, das wird ja wohl reichen, um diese blöde, irre Superwette zu gewinnen. Aber wenn das wieder so ein Krampf wird, ne? Ich jetzt schon eine Lust einfach.